Hallo und herzlich willkommen auf Handy MC, zurück bei dem Samsung Galaxy A5 2017 und einem ja kleinen oder beziehungsweise etwas längeren Bedienungstutorial. Ich versuche euch innerhalb dieses Videos die wesentlichen Bedienelemente des Smartphones vorzustellen. Das heißt, wie personalisiere ich mein Gerät eigentlich, wie nehme ich das in Betrieb, wenn ich bereits das gestartet habe, Deutsch als Sprache gewählt habe, bereits mein WLAN-Passwort eingegeben habe und so weiter und so weiter. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber wie kann ich dann eigentlich mit dem Smartphone fortfahren? Welche Optionen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich mit diesem Smartphone so umzugehen? Und ich würde mal versuchen, euch in diesem Video einfach die wesentlichen Funktionen ein bisschen vorzustellen, damit wir einen groben Überblick darüber bekommt, was eigentlich mit diesem Gerät so möglich ist. Das erste, was wir hier sehen, ist das sogenannte Always-On-Display. Das ist bereits eine Display-Neuerung im Vergleich zum Vorgängermodell, dem Galaxy A5 2016. Das hatte das nämlich noch nicht und es ist eigentlich eine Funktion, die wir sonst bei vor allen Dingen Premium-Geräten finden können. Es ist also ganz schön, dass Samsung das hier in das A5 2017 integriert hat. Wir sehen hier Wochentag, Uhrzeit, Datum, einen Akkuladezustand und ein kleines Icon für die Aufnahmekontrolle. Das heißt, aktuell laufende Apps werden uns dort auch angezeigt. Das können wir auch personalisieren. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr im Laufe des Videos. Darauf komme ich dann nochmal zurück. Ich kann in das Sperrbildschirmmenü natürlich weitergehen, indem ich den Power-Button drücke oder alternativ, indem ich unten den Home-Button betätige. Und auf dem Sperrbildschirmmenü werden mir dann auch nochmal aktuell laufende Apps angezeigt, ähnlich wie Wochentag, Uhrzeit, Datum, die mir auch angezeigt werden. Ich habe die Möglichkeit, direkt in zwei Apps weitergeleitet zu werden. Das ist einmal die Kamera-App und das ist auch einmal die Telefonie-App, sofern ich das dann wirklich ganz hochziehe, wie es jetzt der Fall ist. Und dann kann ich dort bereits lostelefonieren bzw. Fotos aufnehmen. Diese beiden Verlinkungen sind also schon einmal mit drauf und dann habe ich das Dropdown-Menü hier noch einmal. Auch dort wird mir Wochentag, Uhrzeit, Datum angezeigt. Die laufenden Apps sieht man nochmal im unteren Bereich als Benachrichtigung und dann sehen wir hier einzelne Schnellverlinkungen, auf die ich auch im Laufe des Videos nochmal zu sprechen komme. Da hat sich nämlich auch einiges getan. Eines, was allerdings nicht neu ist und was wir so natürlich auch immer kennen, ist die Helligkeitsanzeige. Die kann man hier erstmal auf der Skala einschalten und ich habe auch die Möglichkeit, die adaptive bzw. die automatische Helligkeit, wird sie hier genannt, einzuschalten. Dann misst ein Umgebungssensor das Licht des Smartphones, also ein Sensor misst das Umgebungslicht des Smartphones, das wollte ich sagen. Das heißt, wie viel Helligkeit ist eigentlich in der Umgebung des Smartphones vorhanden. Danach richtet sich dann automatisch die Displayhelligkeit ein. Das heißt, das geht einerseits natürlich dann zugunsten des Akkus, das heißt, es wirkt ein bisschen energiesparend, hilft euch aber meistens trotzdem dabei, so die gute Mitte zwischen Energiesparen und immer noch gut lesen können, so ein bisschen zu treffen. Daher ist der Modus ganz praktisch und darunter finden wir nochmal den Telefon-Durchsuchen-Modus. Hier könnt ihr nach PDFs, nach Bildern, nach Dokumenten, nach Musik suchen oder auch nach Apps. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, euer Smartphone schlicht und einfach zu durchsuchen. Gut, und von dem Sperrbildschirm gelangen wir dann mit einem Wisch auch direkt in das sogenannte Home-Menü, das wir hier sehen. Das werden wir uns als nächstes angucken. Allerdings kommt davor noch ein kleiner Block über diese drei Elemente. Das sind nämlich die Android-Navigationselemente, die wir natürlich auch nicht umgehen dürfen. Ganz links finden wir den sogenannten Task-Manager. Dort finden wir einen Verlauf mit allen aufgerufenen Apps innerhalb dieser Sitzung. Wie man sieht, ich habe also für euch innerhalb dieses Videos einmal die Telefonie-App aufgerufen und auch diesen Durchsuchen-Modus. Und dort könnte ich jetzt auswählen, in welche App ich zum Beispiel zurück möchte. Kann dann auch wieder in den Taskmanager gehen oder kann nochmal in die Telefonie-App wechseln oder nochmal in den Finder. Das heißt, dort habe ich unbegrenzte Möglichkeiten. Ich kann aber auch sagen, ich möchte in keine dieser wechseln, gehe dann wieder zurück oder beende einzelne davon, indem ich die nach links oder rechts wische oder auch einfach auf das X dieser App drücke. Ich öffne jetzt einfach nochmal ein paar Apps, wundert euch nicht, nur um das nochmal zeigen zu können. So, ich gehe nochmal in den Taskmanager. Ich habe also hier auch die Möglichkeit, einfach das X zu drücken, dann werden die auch entfernt. Das ist dahingehend ganz praktisch, weil die ganzen Apps, die natürlich, die ihr schon mal aufgerufen habt, permanent immer noch vom Speicher und von der Leistung ziehen. Das heißt, vom Arbeitsspeicher und von der Leistung. Das heißt, das Smartphone ist immer noch mit diesen aufgerufenen, im Hintergrund laufenden Apps beschäftigt. Und wenn es dann mit der Leistung knapp werden sollte, ihr grafikaufwendige Spiele vielleicht gerade noch spielt, dann lohnt es sich teilweise einfach auch mal auszusortieren. Die ziehen natürlich auch von der Akkulaufzeit. Das heißt, am besten, ihr betreibt immer nur die Apps, die ihr auch gerade wirklich am Laufen haben wollt. Eine Funktion, die kann man sich auf jeden Fall auch mal etwas näher ansehen. Das ist nämlich dieser Multi-Window-Modus. Ich kann hier auf diese beiden Rechtecke drücken. Dann wird mir eine App oben dargestellt. Unten kann ich dann eine weitere App auswählen.
Und dann habe ich die Möglichkeit, eben die parallel zu bedienen. Ich habe die Möglichkeit, auch natürlich die einzelnen Screens nochmal unterschiedlich stark beziehungsweise in unterschiedlicher Größe mir anzeigen zu lassen, indem ich das einfach ganz simpel hin und her ziehe. Ich habe auch die Möglichkeit, diese beiden Seiten zu vertauschen. Die untere App wandert dann nach oben oder gegebenenfalls andersrum, die obere App wandert nach unten. Und einen weiteren Modus haben wir hier auch, den muss ich euch allerdings mal mit einer anderen App zeigen. Dort kann ich zum Beispiel einmal in die Galerie hineingehen, wähle dort einmal diesen Multi-Window-Modus und suche mir als zweite App, nehmen wir mal die Nachrichten. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, wenn ich auch wieder diesen weißen Punkt in der Mitte berühre und einmal auf Bild verschieben gehe, dass ich mir aus einer App heraus eine Bilddatei in eine andere App ziehen kann. Nur als Beispiel. Das heißt, ich kann mir hier ein Bild greifen, ziehe das zum Beispiel in die Nachrichten. Und dann wird hier mir automatisch aus der SMS eine MMS gemacht. Dann kann ich noch meinen Text hinzufügen, meinetwegen noch ein Emoji und dann kann ich das Ganze auch schon absenden. Das heißt, es ist relativ praktisch als Modus. Ich kann einzelne Seiten übrigens auch vergrößern. Wenn ich eine der Apps angeklickt habe, zum Beispiel jetzt die Galerie-App, auf den weißen Punkt gehe und auf Full Size gehe, dann wird mir das eben Vollbildmodus angezeigt. Ich kann mich aus diesem doppelten Window-Modus natürlich auch wieder herausbewegen. Ich rufe ihn nochmal ganz kurz auf. Habe ich mich einmal kurz vertippt. Kann ich mich auch wieder hinaus bewegen, indem ich dort einfach das X drücke und dann wird eben eine der Seiten automatisch geschlossen. So viel also erstmal zum Task Manager, den wir hier finden können. Weiter geht es dann natürlich mit dem sogenannten Home-Button. Den finden wir ganz auf der Mitte. Der fungiert hier zugleich auch ähnlich wie das Vorgängermodell als Fingerprint-Sensor. Diesen Fingerprint-Sensor, das heißt diese alternative Entsperrmethode, die sehen wir uns auch im Laufe des Videos an. Die werde ich dann dort nochmal live hinzufügen, nur um dort nochmal zeigen zu können, wie das eigentlich funktioniert und ob der Button auch so gut funktioniert, wie es sollte. Der Home-Button kann natürlich aber auch mehr, egal auf welcher Seite wir uns nämlich befinden, navigiert er uns immer mit einem Tastendruck zurück zu unserer eigentlichen Startseite. Das ist genau dieses Layout, das wir hier sehen. Wenn wir dort im Play Store unterwegs sein sollten, Eindruck genug, egal wo, wir befinden uns dann immer wieder auf dieser Startseite. Wir können das im Übrigen auch gedrückt halten. Dann landen wir im sogenannten Google Now Tab und können uns weitere Informationen anzeigen lassen. Das heißt, wir können natürlich hier direkt Internetseiten suchen, wir können uns aber auch Nachrichten anzeigen lassen. Da sind also auch ein paar Möglichkeiten drin. Das Letzte, was fehlt, das ist die sogenannte Zurücktaste ganz auf der rechten Kante. Dort könnte ich mich auch also in irgendeine Seite bewegen. Die Zurücktaste bewegt mich immer genau einen Schritt zurück. Und damit ja, ist das schon der wesentliche Unterschied zwischen dem Home-Button und der Zurücktaste. Die Home-Taste, wenn wir die drücken, die bewegt uns immer direkt auf die Startseite zurück. Bei der Zurücktaste ist es immer genau ein Schritt, der zurückgeführt wird. Das heißt, wenn ich mich hier im Browser umsehen sollte und einzelne Seiten aufrufe, dann bewegt sich diese Seite eben genau einen Schritt zurück. Das heißt, ich komme zur allgemeinen Suche, drücke hier nochmal auf Zurück, lande ich auf der Suchleiste, gehe ich nochmal zurück, lande ich auf der App-Auswahl, gehe ich nochmal zurück, lande ich auf dem Startbildschirm. Das heißt, das sind auch schon die drei wesentlichen Android-Navigationselemente, die wahrscheinlich auch den meisten, die das Video jetzt sehen, sowieso schon etwas sagen können. Die dürfen diesen Teil dann auch gerne natürlich ein bisschen vorspulen. Dafür ist es auch gedacht, aber ich will das natürlich möglichst vollständig erstmal grundlegend erklären. Weiter geht es dann mit einer Trennung von dem Startbildschirm und dem eigentlichen App-Menü, das heißt dem sogenannten App-Launcher. Den erreichen wir nämlich immer über die Taste hier unten rechts. Da steht auch Menü einmal drauf. Das heißt, hier haben wir einmal die Fläche, wo aktive Widgets platziert werden können, wie zum Beispiel die Wetteranzeige, die Google-Suchleiste, aber auch einzelne Apps. Da kann ich mich dann durchscrollen. Ich kann mir auch Nachrichten-Apps dorthin legen, die ich mir anzeigen lassen kann. Man sieht es hier nochmal. Das kann ich auch personalisieren natürlich. Und ich kann mich dann in den sogenannten App Launcher weiterleiten lassen, indem ich eben diesen Menü-Button drücke, kann hier mir alle installierten Apps auf dem Gerät anzeigen lassen, kann auch nach diesen Apps suchen. Das heißt, oben in die Suchleiste zum Beispiel Google eintippen, da werden mir alle Google-Apps angezeigt. Auch Vorschläge werden mir hier im neuen System gemacht. Das ist ganz praktisch, das hatte man im alten System noch nicht. Ich kann auch per Sprachsuche dort Apps suchen. Ich kann die sortieren. Das heißt, in alphabetischer Reihenfolge oder in sogenannte in angepasster Reihenfolge. Wenn ich hier angepasste Reihenfolge angebe und dann auf Bearbeiten drücke, dann habe ich die Möglichkeit, die auch zu verschieben. Frei nach Schnauze könnte ich zum Beispiel sagen, okay, die Uhrzeit möchte ich ganz oben hin haben. Lasse das dann dort fallen und einrasten. Und dann kann ich das eben so ein bisschen personalisieren, kann mir das genauso zurechtschieben, wie ich das gerade brauche.
Ich kann dort natürlich auch einzelne Apps bereits deinstallieren, wenn ich das möchte. Ich drücke auf Bearbeiten, gehe dann auf das Minus-Symbol und kann die dann direkt deaktivieren oder deinstallieren. Manche Apps sind natürlich von Haus aus installiert und können nicht direkt deinstalliert werden, wie Facebook anscheinend zum Beispiel hier. Dann kann ich die aber zumindest deaktivieren, dann sind die eben nicht mehr im aktiven Geschehen des Smartphones beteiligt und für uns auch nicht mehr sichtbar. Das ist also auch ganz praktisch. Gut, kommen wir von diesem Thema einmal weiter zu der Verbindung zwischen dem Startbildschirm und dem App Launcher. Wie geht das eigentlich, dass ich Apps platziere? Wie kann ich Apps verschieben? Wie kann ich Widgets erstellen? Wie kann ich mir vielleicht auch Ordner anlegen? Darum soll es jetzt einmal in den kurzen Teil des Videos gehen. Ich fange einfach mal an. Wenn wir so eine App auf einem Startbildschirm haben, kann ich die zunächst einmal natürlich entfernen oder auch verschieben. Diese Möglichkeiten habe ich, indem ich Android-typisch so eine App einfach mal gedrückt halte. Und dann kann ich sie einfach mit mir nehmen, mit dem Fingerzeig irgendwo anders hinschieben. Mir wird dann hier auch so eine Rasteroberfläche angezeigt. Andere Objekte werden dann automatisch auch darum platziert. Und dann kann ich das an einer Stelle ablegen, wo ich das am liebsten haben möchte. Ich kann auch über andere Seiten navigieren, indem ich über die Kanten streiche, lasse das dann dort fallen und dann wurde eben hier an dieser Stelle die App auf die letzte Seite automatisch hinzugefügt. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, einzelne Apps auch zu entfernen. Ich habe also die Möglichkeit zu sagen, dass ich diese App auf dieser Seite nicht mehr sehen möchte. Dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel oben das in den Entfernen-Ordner zu schicken und dann wird es mir dementsprechend auch nicht mehr angezeigt. Ich kann diese App mir natürlich wiederholen, indem ich in den App Launcher gehe und dann hier sehe, okay, dort liegt der Google Play Store. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich nicht über die einzelnen Seiten per Hand navigieren möchte, das heißt mir diese App schnappe und über die einzelnen Seiten gehe, habe ich auch die Möglichkeit, dass ich das anders mit einer kleinen Alternative handhabe, indem ich oben auf den Ordner Apps verschieben gehe, dann werden mir die nämlich oben einmal in dieser Leiste angezeigt. Dort kann ich auch mehrere hineinpacken, wenn ich das möchte. Ich kann sogar ganze Ordner dort platzieren. Dann kann ich auf eine andere Seite navigieren und die dann dort wieder fallen lassen. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Kamera-App jetzt auf Seite 2 schieben. Ich kann sagen, den Google-Ordner, den wollte ich schon immer mal auf dieser Seite und die E-Mails, ne, obwohl packen wir sie wieder auf die erste Seite. Das heißt, diese Option habe ich auch. Ich muss das nicht über die Seitenkanten lösen. Ich kann das auch oben in diese kleine Task-Leiste dann schieben. Was auch neu ist, und vielleicht ist es euch auch schon ein wenig aufgefallen, wenn ich das kurz gedrückt halte und nicht mitschleppe, dann wird mir hier trotzdem so ein kleines Icon angezeigt. App-Info zum Beispiel deaktivieren oder deinstallieren. Das heißt, uns werden bei jeder einzelnen App, sogar auch bei diesen Routine-Apps hier unten, wenn wir die kurz anheben, einzelne Optionen dargestellt. Das ist also auch recht praktisch, das hatte man vorher noch nicht. Wir können jetzt mal zum Beispiel auf eine Drittanbieter-App gehen. Ich könnte jetzt mal gucken, ob wir da was finden. Ich könnte jetzt auf Skype gehen, halte das kurz gedrückt. Ups, jetzt habe ich es platziert, das ist auch nicht schlecht. Ziehe die aus dem Ordner mal raus. Oder wir können die auch dort platziert lassen, ist egal. Halte die ganz kurz gedrückt. Und dann wird mir hier dann eben angeboten, was ich mit dieser App alles machen kann. App-Informationen mir anzeigen lassen. Ich kann die App deaktivieren oder deinstallieren. Deinstallieren, wie gesagt, funktioniert nicht immer bei jeder App. Aber das ist auch eben eine kleine Funktion, die hinzugekommen ist, dass man das wirklich kurz gedrückt halten kann. Und dann werden einem hier die kleinen Informationsfelder, die mehreren Optionen dort noch angezeigt. Ganz praktisch also. Wie lege ich jetzt einen Ordner an? Das kann ich einfach machen, indem ich mir eine App schnappe und die auf eine weitere App draufziehe. Dann wird automatisch ein Ordner zusammengefügt. Ich kann einen Ordnernamen dann hinzufügen. Ich wähle jetzt mal ganz kreativ Test. Ich kann auch eine Farbe für den Hintergrund dieses Ordners auswählen. Und dann sieht man hier, wo das vollständig angelegt. Ich habe auch die Möglichkeit, über diesen Hinzufügen-Button weitere Apps hinzuzufügen, indem ich die auswähle, auf Hinzufügen drücke und dann landen die eben automatisch in diesem Ordner. Gut, ja, und das wäre es dann auch schon, was die Ordner betrifft. Einen kleinen Versuch kann ich noch anstellen, ob man zwei Ordner auch zusammenfügen kann. Das ist meistens nicht der Fall und das scheint auch hier, genau, ist auch hier nicht der Fall. Das gibt es in manchen Anpassungen noch, ist hier im Samsung-System anscheinend erstmal nicht vorgesehen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dann diese Apps wieder loszuwerden, das heißt, einen Ordner wieder zu entfernen, indem ich so viele Apps aus dem Ordner herausziehe, dass nur noch ein Icon dort drin ist und dann wird automatisch der Ordner entfernt und es ist nur noch die Galerie-App dort zum Beispiel da. So viel also zu den einzelnen Apps. Ich hoffe, dass das euch möglichst klar geworden ist. Jetzt geht es weiter mit den Widgets. Ungefähr ähnliches Prinzip. Auch dort gedrückt halten und verschieben. Auch hier die Möglichkeit, das natürlich über die einzelnen Seiten hinweg zu verschieben.
Und eine kleine Erweiterung natürlich im Gegensatz zu den Apps. Man kann hier die Größe meistens noch bestimmen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier dran ziehen, an diesen kleinen Rasterflächen, an diesen Rasterpunkten oder Ankerpunkten, die mir hier angezeigt werden. Und dann kann ich das auch noch in der Größe variieren lassen. Ich kann auch neue Widgets hinzufügen, indem ich auf einer freien Fläche im Hintergrund gedrückt halte, auf den Ordner Widgets navigiere und dann kann ich dort auch neue Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel, ja, das könnten wir mal nehmen, eine neue ein Wetter-Widget, das halten wir gedrückt und platzieren das dann dort, wo wir es hinhaben wollen. Beziehungsweise hier wurde schon ein Wetter-Widget platziert, das entfernen wir einmal, okay, anscheinend möchte er uns hier nur eins hinlegen lassen. Jetzt habe ich es entfernt, das heißt, jetzt müssten wir es jetzt zumindest hinlegen können und so ist es auch. Und wie gesagt, das kann man dann eben auch flexibel anpassen in der Größe und natürlich flexibel auch platzieren, so wie man das möchte. Weiter geht es mit den Personalisierungsoptionen, weiter geht es mit dem Hintergrund. Einmal gedrückt halten, Hintergründe und Themes auswählen und dann kann man hier einzelne Hintergrundbilder hinzufügen. Kann dort sagen, ob ich das auf dem Start- und dem Sperrbildschirm, nur auf dem Sperrbildschirm oder nur auf dem Startbildschirm haben möchte. Kann mich hier natürlich auch durchscrollen, das ist ganz klar. Das sind erstmal die vorinstallierten Dinge. Ich kann das aber auch dann variieren lassen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ob ich natürlich so ein vorinstalliertes haben möchte oder ob ich aus der Galerie einfach eins downloade, beziehungsweise ein Bild, das ich mit der Kamera aufgenommen habe, hinzufügen möchte oder einen Download aus dem Internet dazu hinzufügen möchte. Da bleiben mir also auch keine Grenzen. Hintergrundbewegungseffekt kann ich noch hinzufügen. Das bedeutet, dass der Hintergrund ein Stück mitscrollt auf dem Startbildschirm. Das sehen wir uns jetzt auch direkt mal an. Das wurde jetzt angewendet und jetzt scrollt eben der Hintergrund. Na, er scrollt nicht mit. Wir machen es nochmal. Ja, das verstehe ich gar nicht. Eigentlich müsste der Hintergrund sich mitbewegen. Wir wählen das nochmal aus. Ich gehe nochmal auf Hintergrundbewegungseffekt als Hintergrundbild einstellen. Und eigentlich sollte sich der Hintergrund jetzt mitbewegen. Zumindest um ein paar Millimeter. Das ist etwas, was ich gerade nicht ganz nachvollziehen kann. Ist natürlich auch kein gravierendes Problem. Das wäre jetzt nur so ein kleines Design-Gimmick. Das ist allerdings anscheinend. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Eigentlich dürfte es nicht so sein. Eigentlich sollte sich der Hintergrund jetzt mitbewegen. Ist an dieser Stelle nicht so. Ist aber auch nicht so tragisch, weil es wirklich ein, ja, nur ein kleiner Design-Aspekt ist. Kommen wir vom Hintergrundbild weiter zu den Rasterflächen. 4x4, 4x5 oder 5x5 Rasterflächen können uns hier angezeigt werden. Je nachdem sind die App-Icons und die Widgets auch größer oder kleiner. Und je nachdem können natürlich auch mehr einzelne Elemente dort platziert werden. Das ist, denke ich, auch relativ klar. Und die Seitenübersicht sehen wir hier nochmal. Das heißt, wir können hier uns dafür entscheiden, ob wir zum Beispiel eine neue Seite hinzufügen wollen, ob wir so eine Seite auch entfernen wollen. Dann halten wir das gedrückt und ziehen das oben in den Entfernen-Ordner. Das funktioniert übrigens auch mit Seiten, wo einzelne Apps darauf liegen. Und wir haben auch die Option, die eigentliche Startseite auszuwählen, indem wir zum Beispiel dieses Haus-Icon einfach mal darauf setzen. Und dann ist eben dementsprechend die zweite Seite unsere Startseite. Mache ich direkt mal rückgängig. Und wir können auch das Briefing, das heißt diese kleine Nachrichten-App, können wir auch abwählen, dann wird uns die nicht mehr angezeigt. Das heißt, links ist dann nicht mehr eine Seite noch neu über die Scroll-Funktion erreichbar. Gut, und das soll es auch schon gewesen sein zu den kleinen Individualisierungsoptionen. Weiter geht es bereits mit dem Dropdown-Menü. Ich ziehe das zunächst halb runter, mir werden dann Wochentag, Uhrzeit, Datum, wie bereits gesagt und gesehen, angezeigt. Laufende Apps im Benachrichtigungsfeld werden mir angezeigt. Wenn ich das noch weiter runterziehe, sehen wir hier Telefondurchsuchen, Helligkeitseinstellungen und weitere Schnellverbindungen. Durch die Schnellverbindung gehe ich einfach mal ganz kurz durch. Wir haben WLAN, wir haben Toneinstellungen, Bluetooth, Bildschirm, Drehen, die Taschenlampe, GPS, mobile Daten, Offline-Modus, Energiesparen, NFC-Modus ist mit dabei, mobiler Hotspot, Blaufilter, Always On, Smart View und der sogenannte sichere Ordner, auch eine Funktion, die neu hinzugekommen ist. Ich glaube, ich muss nicht über allzu viele Funktionen etwas sagen. Ich erzähle euch aber ganz kurz mal etwas über die Struktur an sich. Ihr habt oben immer das Icon, das einfach darüber entscheidet, ob eine Funktion eingeschaltet ist oder nicht. Zum Beispiel der Blaulichtfilter, den könnte ich jetzt einschalten, indem ich dort einmal drauf drücke.
Wenn ich allerdings unterhalb dieses kleinen Horizonts, unterhalb dieser Trennlinie drücke, dann ist es eine kleine Art Verlinkung. Das heißt, ich bekomme entweder eine Verlinkung auf eine eigentliche App, wie dem sicheren Ordner zum Beispiel, oder weitere Informationen mit Einstellungsmöglichkeiten. Beim Blaulichtfilter, wie gesagt, oben das Icon an oder aus und darunter die Möglichkeit, uns weiterleiten zu lassen, eben in dieses Informationsfeld. Dort könnten wir zum Beispiel die Deckkraft dann näher einstellen. Das hat sich auf jeden Fall geändert im Vergleich zu den Dropdown-Menüs, die man sonst so bei Samsung, zumindest in Mittelklasse- und Einstiegsgeräten, gefunden hat. Das heißt, dort ist man weiter in Richtung Premium-Bereich gewandert. Den sicheren Ordner, den werde ich mir an dieser Stelle auch direkt ansehen. Und zwar können wir auch dort einfach draufklicken, da werden wir dann direkt weitergeleitet und man gibt uns hier ein kleines Tutorial zum Schutz Ihrer Daten. Halten Sie neugierige Augen von Ihrem privaten Inhalt fern etc. Sperren Sie Ihre Apps. Man kann auch zwei identische Apps verwenden, das heißt ein Original und eine Kopie anlegen. Das wollen wir uns natürlich jetzt etwas näher ansehen. Man fügt dann als erstes entweder ein Muster, ein PIN, ein Passwort oder einen Fingerabdruck hinzu. Ich entscheide mich jetzt zunächst einmal für einen PIN. Das mit dem Fingerprint-Sensor, das werden wir später noch ausprobieren. Gebe jetzt einmal einen natürlich nicht so sicheren PIN ein, aber direkt einen Fehler gemacht. So, zack. Und jetzt wird der sichere Ordner erstellt. Müssen wir ganz kurz abwarten, das dauert ein wenig. Jetzt wurde der Ordner erstellt. Und jetzt können wir das Ganze auch einmal ausprobieren. Hier sehen wir also den sicheren Ordner. Dort haben wir dann die Möglichkeit, einzelne Apps zunächst einmal hinzuzufügen. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir Gmail noch mit drin haben möchten oder den Kalender oder Google Drive. Wir können das hinzufügen. Dann werden die mit in diesen Ordner abgelegt. Ich kann diesen Ordner natürlich auch benennen. Nenne ihn jetzt auch mal ganz kreativ. Test Sicherheit und dann kann ich mit diesem Entschlüsselungs-Icon bzw. Verschlüsselungs-Icon diesen Ordner dann auch letztendlich schließen. Und dieser Ordner ist eben auch nicht als Ordner erstmal so ersichtlich bzw. nicht im App-Launcher-Menü, obwohl dort liegt er genau. Der ist schon ersichtlich und wenn ich den anklicke, muss ich aber eben meinen PIN angeben, kann dann auf die einzelnen Apps zugreifen. Und kann dort eben einzelne Elemente ablegen, die nicht in den anderen Apps erscheinen. Das heißt, die Apps, die hier drin liegen, das sind dann schon Kopien, die man nicht direkt auf dem Startbildschirm findet. Das heißt, wenn ich dort in die Galerie reingehe, dann ist es eine Kopie der eigentlichen Galerie-App, die sonst auf dem Startbildschirm liegt. Und dort kann ich eben Bilder ablegen, die ich vielleicht nicht öffentlich zugänglich sonst über den Startbildschirm dort anwählbar haben möchte. Ich habe hier noch dieses kleine Einstellungsfeld, dort kann ich nochmal reingehen. Da gibt es dann nochmal einzelne Einstellungen, der Sperrtyp. Das automatische Sperren, Benachrichtigung und Anzeige. Dann kann man hier nochmal sehen, ob der Ordner wirklich angezeigt werden soll oder nicht. Deswegen habe ich euch eben erzählt, dass er eigentlich gar nicht sichtbar ist. Da hatte ich aber noch diese Funktion aktiviert. Anwendungsmanager, Konten, deinstallieren etc. Das heißt, man muss mit dieser App natürlich auch nicht umgehen. Jetzt dürfen wir den Ordner allerdings nicht mehr sehen. Jetzt sollte er versteckt sein. Und so ist es auch. Jetzt ist er nur noch über das Dropdown-Menü erreichbar. Und wenn der dann geöffnet ist, dann wird er uns vermutlich wieder angezeigt. Genau, dort ist er wieder. Und dann können wir unseren PIN eingeben und loslegen. Das heißt, es ist schon eine sinnvolle oder recht sinnvolle Alternative, die man hier gefunden hat, zu irgendwelchen extra Apps, die es natürlich im Play Store inzwischen auch schon gibt. Es gibt mehrere Apps, die auch das Kopieren von Apps, das heißt das Ablegen von richtigen identischen Kopien ermöglicht und hier hat man eben nochmal aus dem Hause Samsung selbst eine Möglichkeit dafür gefunden, ganz praktisch also. Weiter geht es natürlich jetzt nicht mit dem Dropdown-Menü, ich denke, da haben wir uns alles angesehen, was erstmal relevant ist. Always on Display, okay, da können wir nochmal reinblicken, das ist vielleicht noch ganz interessant. Dann geht es aber weiter mit dem großen Android-Einstellungsmenü, durch das wir uns nochmal durchbewegen wollen. Hier können wir natürlich das Always-On-Display erstmal ein- oder ausschalten. Wir können aber auch uns hier Layouts anzeigen lassen, können also sagen, ob wir zum Beispiel uns eine weitere Uhr hinzufügen möchten, mit welchem Standort auch immer, das ist dann relativ egal. Wir können auch weitere und noch weitere Elemente hinzufügen, wir können Farben hinzufügen,
Wir können ein Hintergrundbild an sich hinzufügen, wenn wir das denn wollen. Und dann können wir das Ganze anwenden, uns auf den, auf das Display bewegen und dann sehen, dass das Ganze auch im Design angepasst wurde. Und da kann man eben ein bisschen mit herumspielen. Man kann sich da auch nur ein Wetter-Widget oder einen kompletten Kalender hinlegen, wenn man das denn möchte. Das heißt, damit kann man auch ein bisschen spielen. Einfach eben über das Dropdown-Menü einmal auf das Always-On-Display gehen, in die weiteren Einstellungen und dann dort sich die einzelnen Informationen suchen. Und jetzt geht es weiter in das große Android-Einstellungsmenü. Und da gibt es die verschiedensten Kategorien, die man hier sehen kann. Da bewege ich mich einmal für euch ungefähr chronologisch durch. Ich werde nicht zu allen natürlich etwas sagen, damit das Video nicht zu lang wird, aber zu den wesentlichen Einstellungen erst einmal. Im ersten Ordner Verbindung finden wir natürlich alles, was an Daten rein und raus geht. Ist relativ klar. Geräte, Sichtbarkeit, Bluetooth, WLAN, Offline-Modus, NFC, Flugmodus etc. Da auch einfach hineinsehen, WLAN-Verbindung anlegen, sofern ihr WLAN zu Hause habt oder eben mobile Daten verwendet. Das könnt ihr dort alles anlegen. Töne und Vibration, da geht es dann schon weiter. Tonmodus beim Klingeln, Vibrieren, Lautstärke, Klingelton, Vibrationsmuster, Benachrichtigungstöne können ausgewählt werden. Ein Nicht-Stören-Modus ist wieder mit drin, den hat man diesmal nicht ins Dropdown-Menü gepackt, aber hier in die Einstellung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch mein Gerät stumm zu schalten in richtigen Kategorien bzw. auf bestimmte Termine hin. Ich könnte dann sagen, jetzt aktivieren und dann kann ich beziehungsweise wie geplant aktivieren. Dann könnte ich hier wirklich Tage festlegen. Zum Beispiel nur wochentags von montags bis freitags möchte ich zwischen der Startzeit 22 Uhr und der Endzeit 7 Uhr am Folgetag nicht gestört werden oder nur von Alarmen gestört werden oder nur von bestimmten Handynummern gestört werden beispielsweise. Das kann ich also hier alles auswählen. Touchtöne, damit geht es dann weiter. Bildschirm, Sperrsounds, Ladetöne, Wahltastaturtone und so weiter und so weiter. Das heißt hier viele Individualisierungsoptionen, bei dem man noch Dinge anpassen kann. Benachrichtigungen, damit geht es dann weiter. Welche App darf mir welche Informationen an welcher Stelle anzeigen? Darf jede App eigentlich auch mir mit einem akustischen Signal eine Nachricht mitteilen? Soll das mir auf dem Sperrbildschirm bereits angezeigt werden oder nur im Dropdown-Menü? Das sind alles Optionen, die wir hier dann finden können. Das heißt, wir können dann auf so eine App gehen, die Benachrichtigung komplett ein- oder ausstellen, können aber auch auf die erweiterten Einstellungen gehen, uns das dann genauer ansehen, können jetzt auf Google Chrome gehen und dann könnten wir hier nochmal ganz genau sagen, wo an welcher Stelle uns Informationen, das heißt neue Nachrichten beispielsweise, wenn bei Gmail eine neue Mail gekommen ist, wenn bei WhatsApp eine neue Nachricht da ist etc., wo und mit wie vielen Details das Ganze angezeigt werden soll. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei den Messengern, bei WhatsApp, Facebook, Threema und Co. neue Nachrichten bekommt, soll euch dort, wollt ihr darüber nur informiert werden, dass eine neue Nachricht da ist oder soll bereits, weiß ich nicht, ein kleiner Teaser-Text da sein, das heißt, sollen die Informationen auch schon dargestellt werden, und wenn ja, mit welchen Privatsphäre-Einstellungen? Das heißt, sollen diese Informationen aus der neuesten WhatsApp-Nachricht euch bereits auf dem Sperrbildschirm, bereits lesbar sein? Ja oder nein? Das lässt sich alles hier in diesem Benachrichtigungsfeld einstellen. Anzeige, da geht es um das Display natürlich, adaptive Helligkeit, Helligkeitseinstellung, darüber habe ich schon berichtet, Blaulichtfilter ähnlich, Schriftgröße lässt sich einstellen, Bildschirmmodus lässt sich auswählen, da geht es auch nochmal um Farbeinstellung, einfach das auswählen, was euch am besten gefällt und zusagt, Symbolrahmen, nur Symbole oder Symbole mit Rahmen, das kann man dort auch nochmal auswählen. Statusleiste, die ist konfigurierbar, soll dort oben der Akkuladezustand in Prozent sein, ja oder nein, das sind alles Einstellungen, über die ich denke ich auch nicht weiter reden muss. Da kann man natürlich gerne mit herumspielen. Das sind auch einfach, glaube ich, zu viele Informationen für so ein grundlegendes Video. Gehen wir mal weiter, Hintergründe und Themen. Das ist die Funktion, die wir uns schon über den etwas längeren Druck auf das Hintergrundbild angesehen haben. Erweiterte Funktion, Smart Stay, Spiele, einhändiger Betrieb, Screenshots aufnehmen. Da kann man nochmal sehen, über ein Wischen. Das ist vielleicht noch ganz interessant für die meisten Nutzer. Kann dann ein Screenshot aufgenommen werden. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Das kenne ich noch vom Vorgängermodell. Einfach einmal kurz wischen und dann sieht man hier, man kann darauf zeichnen, man kann das auch zuschneiden oder direkt teilen. Und weiter geht's in den Einstellungen. Direktanruf, Smart Alert, einfache Stummschaltung etc. Da geht es auch darum, um mehrfache Gesten. Ich würde mal sagen, ich klicke mich ganz kurz, zumindest durch Smart-Aufnahme, können wir auch aktivieren, indem wir einmal mit der Hand darüber gehen und dann auf den Home-Button drücken.
Screenshot, wie gesagt, einfach mit der Handfläche einmal drüber streichen. Direktanruf ist auch möglich, indem wir das Gerät an das Ohr halten, während wir schon die Kontaktadresse natürlich herausgesucht haben. Smart Alert, das Gerät vibriert, wenn Sie es in die Hand nehmen, um Sie über verpasste Anrufe oder nicht gelesene Nachrichten zu informieren, auch ganz praktisch. Das heißt, immer wenn wir das Gerät neu aufnehmen, signalisiert uns der Vibrationston, wenn wir es gerade wirklich in die Hand genommen haben, dass irgendetwas Neues eben passiert ist in der abwesenden Zeit. Einfache Stummschaltung, da dreht man das Gerät einfach um, beziehungsweise, man legt es mit der Displayfläche einfach auf den Boden, beziehungsweise auf die Tischfläche zum Beispiel, und dann ist es eben dementsprechend stumm geschaltet. So kann man übrigens dann auch Anrufe nicht entgegennehmen, SOS-Nachrichten senden, direkte Freigabe etc. Das ist, denke ich, auch selbsterklärend. Dann geht es weiter mit der Gerätewartung, um ein relativ unspektakuläres Feld für die Einstellung erstmal. Akku-Einstellungen werden uns angezeigt, der verfügbare Speicher, was den internen Speicher betrifft, von 32 GB oder auch der Arbeitsspeicher wird hier angezeigt und dann kann man auch auf Bereinigen drücken. Das heißt, aktuelle laufende Apps werden dann auch einmal entfernt. Das sind mehrere Möglichkeiten, die man sich ansehen kann, und ganz praktisch natürlich auch die Gerätesicherheit ganz rechts. Das heißt, dort wird nochmal angezeigt, wo es an möglichen Einstellungen vielleicht fehlt. Hier wird dann angezeigt, dass zum Beispiel das Einrichten eines PIN-Codes oder eines Fingerprint-Sensors als Entsperrmethode für das Gerät natürlich sicherer ist, als dort gar nichts zu haben. Das ist also dort auch relativ gut nachvollziehbar. Anwendungen. Hier finden sich nochmal alle installierten Apps. Hier kann ich dann auch in eine App natürlich hineingehen, und da gibt es ein Feld, das relativ wichtig ist, nämlich das sogenannte Feld der Berechtigung. Nicht das Feld der Benachrichtigung, da waren wir ja schon einmal. Das Feld der Berechtigung, dort kann ich reingehen und dann sehe ich alle Berechtigungen, die diese App auf den Gerätezugriff hat. Das heißt Kamera, Kontakte, Mikrofon, Speicher, Standort, das sind die Optionen, die Chrome gerade nicht abgreifen darf. Wenn ich dort aber einzelne Optionen aktiviere, dann hat die App eben die Möglichkeit, diese Informationen dort auch abzugreifen. Und das ist eben aus Datenschutzgründen relativ praktisch für den Nutzer, wenn man dort einfach mal, nicht regelmäßig, aber vielleicht doch immerhin mal ab und zu, einfach einen Blick drauf wirft, um zu sehen, wie viele der Apps eigentlich wie viel Daten wirklich abgreifen. Das System wird euch auch immer nach einer neuen Funktion fragen. Wenn Facebook gerade zum Beispiel den Kontakt zum Mikrofon oder zur Kamera haben möchte, dann fragt dieses Smartphone euch auch nach der Erlaubnis. Da ist es aber schön, wenn man irgendwie nach ein, zwei Monaten Bedienung vielleicht nochmal einfach in diese Einstellung, in die Anwendung hineingeht und wirklich mal guckt, wie viel der einzelnen Berechtigungen die einzelnen Apps gerade haben und ob man davon nicht einfach auch einzelne abwählt. Denn selbst eine App wie Facebook, das ist jetzt ein Beispiel von vieles, von vielen, brauchen natürlich nicht alle Berechtigungen, um ordnungsgemäß zu laufen. Das muss man sich immer so ein bisschen natürlich vor Augen führen und einfach mal, ja, muss sich das natürlich letzten Endes für sich selbst entscheiden, wie man mit seinen Daten dort umgehen möchte. Aber man hat eben die simple Möglichkeit, das wirklich hier auch zu personalisieren. Jetzt geht es weiter in die Gerätesicherheit. Sperrbildschirmtypen können hier ausgewählt werden. Ich möchte mir natürlich jetzt einen Fingerabdruck hinzufügen und wähle dazu zunächst einmal einen sogenannten Backup-Pin. Falls etwas passieren sollte, falls der Fingerprint-Sensor meinen Finger nicht erkennt, dann brauche ich natürlich eine alternative Entsperrmethode, und das mache ich hier über den Pin. Und jetzt geht es auch schon weiter. Ich lege hier meinen Fingerabdruck hinzu, füge meinen Fingerabdruck hinzu. Ich zeige euch das mal. Einfach vorsichtig. Muss dann hier versuchen, möglichst viel natürlich zu möglichst viel von der Fingerkuppe hinzuzufügen. Und man sieht es aber hier natürlich auch immer in der Animation dann den einzelnen Fortschritt. Und zack, das Ganze ist abgeschlossen. Ich drücke nochmal auf OK und jetzt sollten wir das Gerät bereits dadurch entsperren können. Und so ist es auch. Das geht fix. Und genauso wie es auch sein soll. Einmal drauflegen und es wird automatisch entsperren. Das Tolle ist auch hier wieder, das ist sozusagen ein kleiner Instant-Fingerprint-Sensor, den man auch bei vielen anderen Geräten inzwischen findet. Man muss das Gerät nicht vorher eindrücken, um das zu aktivieren. Es reicht wirklich das Auflegen des Fingers, um das zu entsperren. Teilweise gab es noch ältere Geräte, bei denen musste man den Home-Button noch eindrücken, damit das Gerät einerseits aktiviert und andererseits eben auch entsperrt wird. Hier geht es über das einfache Auflegen des Fingers.
Gut, dann geht es weiter in Cloud und Konten. Wenn wir Clouds haben, können wir die an diese Stelle hinzufügen. Samsung Cloud, Google Cloud etc. Dann können wir auch Datensicherung einstellen. Das heißt, wir können hier unter das Feld der Datensicherung gehen und dann nochmal einzelne Backups regelmäßig oder automatisch erstellen lassen, wenn wir das wollen. Google-Einstellungen finden wir dann hier auch nochmal. Die meisten Nutzer eines Android-Smartphones werden ja Google-Einstellungen vermutlich hier die Google-Einstellungen hier finden können, weil ein Google-Account meistens natürlich obligatorisch ist in gewisser Weise. Eingabehilfe, auch noch ganz spannend für den einen oder anderen, Sehhilfe, Hörbehinderung, Geschicklichkeit und Interaktion, Richtungssperre, Direktzugriff etc. Man hat hier also Anwendungsmöglichkeiten, wo man zum Beispiel Text-zu-Sprachausgabe nochmal finden kann. Man kann die Schriftgröße nochmal variieren lassen, man kann das Display kontrastreicher erscheinen lassen und so weiter und so weiter. Bei Hörbehinderung ist das ähnlich, dort kann ich mir Untertitel anzeigen lassen. Ich kann mir, wenn ich Kopfhörer aufhabe, nur eine der beiden Seiten zum Beispiel beschallen lassen. Das sind also auch diverse Möglichkeiten, die hier individualisierbar sind. Ganz praktisch also. Allgemeine Verwaltung, da geht es dann nochmal um Daten wie Sprach- und Eingabedatum und Uhrzeit. Da kann ich also nochmal ja, einzelne Daten, die meistens natürlich dann aber auch bei dem ersten WLAN-Zugang automatisch abgegriffen werden, nochmal separat einstellen. Software-Updates, wir kommen jetzt, wie ihr seht, in die letzten Kategorien. Man kann hier die Updates nochmal herunterladen. Wie wir sehen, werden wir wahrscheinlich wirklich auf dem aktuellen Stand erstmal sein mit Android 6.0.1. Das Benutzerhandbuch kann man sich ansehen, zurzeit übrigens nur in englischer Sprache, obwohl natürlich Samsung auch relativ verbreitet auf dem deutschen Markt ist. Man hat es hier leider nicht auf Deutsch geschafft, man müsste mal vielleicht im Internet nochmal nachsehen. Hier zumindest erstmal das Benutzerhandbuch, was im Smartphone ist, was natürlich auch auf einer Internetseite verlinkt. Das wird erstmal nur in englischer Sprache aufzufinden sein. Hier ist es eigentlich mit Deutsch verlinkt, aber wenn man es dann anklickt, genau, landet man in englischer Sprache. Da steht es auch. Tippen Sie diesen Link an, um das Benutzerhandbuch in englischer Sprache aufzurufen. Das Benutzerhandbuch ist in der von Ihnen ausgewählten Sprache nicht verfügbar. Ich hoffe natürlich, dass ihr allein mit diesem Video schon einigermaßen weit kommt. Falls ihr wirklich Detailfragen habt, stellt die natürlich wie immer gerne auch in den Kommentarspalten, beziehungsweise wir haben natürlich hier mit dem Kanal auch eine kleine Community. Der ein oder andere, dem einen oder anderen fällt da immer sicher etwas ein, beziehungsweise letztlich auch mir, falls ihr Fragen habt, stellt die natürlich wie immer einfach gern und ich versuche die möglichst schnell und gut zu beantworten. Und letzter Punkt, Geräteinformationen, Statuseinstellungen kann man sich aufrufen lassen, rechtliche Informationen, der Gerätename, den kann man übrigens auch anpassen, wenn man das möchte, Software-Infos, da sehen wir dann nochmal die aktuelle Android-Version 6.0.1 und wie am Anfang, ganz zu Beginn des Videos erklärt, vermutlich kommt Android Nougat demnächst zumindest raus, sowohl für dieses Modell als auch für den Vorgänger, das A5 2016. Man munkelt dort so in den nächsten ein, zwei Monaten sollte das eigentlich am Start sein. Das heißt, dann ändert sich natürlich die Bedienung dieses Smartphones nochmal ein bisschen. Ist aber natürlich schön. Android Nougat habe ich mir schon angesehen, relativ übersichtliche Bedienoberfläche, da kann man sich also mehr oder minder drauf freuen. Die letzten Dinge, die ich mir in diesem Video noch ansehen möchte, ehe es dann auch schon dem Ende zugeht, ist nochmal ein kleiner Blick in die einzelnen Apps, beziehungsweise eine Übersicht zunächst. Ich bewege mich in den App-Launcher. Wir sehen uns hier an, was wir hier eigentlich vorinstalliert finden. Das sind auf den ersten Blick erstmal natürlich Standard-Apps, Nachrichten, Kontakte, Telefon, ganz klar, Einstellungen, Rechner, Kalender, Radio, Notizen. Dann geht es schon weiter mit den Samsung-eigenen Apps, die noch als Drittanbieter, beziehungsweise als Samsung-Apps noch mal oben drauf kommen. Es sind ja keine Drittanbieter-Apps in dem Sinne. Diktiergerät, ein eigenes E-Mail-Konto, das die E-Mails von anderen Konten einsammelt, eigene Dateien, Internet, S-Health, das ist ein kleiner Fitness-Tracker. Dort kann man, ich kann auch noch mal ganz kurz drauf klicken, das kann man eben personalisieren. Kann dort beispielsweise eingeben, was man vorhat an möglichen Zielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einmal in der Woche für eine Stunde immer dienstags laufen und so weiter und so weiter, die und die Zahl von Kilometern möchte ich schaffen, dann kann ich das hier als sogenanntes Schrittziel auch eingeben und auch die Intensität eingeben. Dann wird es hier getrackt über die GPS-Daten und dann wird man hier am Ende auch in den Trends und in den Auszeichnungen sehen können, ob ich das mir persönlich auch erfüllt habe, das heißt, ob ich den Zielen auch so nah gekommen bin, wie ich das vorhatte. Und das geht mit mehreren Optionen, zum Beispiel Wasser trinken kann man hier tracken lassen, weniger Koffein, weniger Gewicht, mehr Schlafen etc., was auch immer. Das heißt, das kann ich hier wirklich anpassen, von Gehen, Laufen, Radfahren, Wandern. Klickt euch da einfach selber durch, nur als kleiner Teaser, diesen
Möglichkeit gibt es eben, das hinzuzufügen. S-Voice ist daneben, das ist der kleine Samsung-Sprachassistent. Sprachassistent wie jeder andere in gewisser Weise auch. Dort habt ihr die Möglichkeit, Apps darüber zu suchen, euch Internetseiten aufrufen zu lassen. Ihr könnt den Sprachassistent auch dazu nutzen, um Termine in euren Google-Kalender einzutragen. Das sind alles Optionen, die hier natürlich mit drin sind. Die Standard-Google-Apps, dazu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Google Chrome, normales Gmail, YouTube Maps, Play Store etc. ist da mit drin. Microsoft Apps wurden noch installiert, OneDrive, Skype, Word, Excel, PowerPoint und OneNote. Und dann sind wir auch schon am Ende. Dann haben wir uns eigentlich durch alle Dinge geklickt, die man so kennen muss. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dem kleinen Bedienungstutorial des Samsung Galaxy A5 2017. Es ist mal wieder ein kleines, etwas längeres Video geworden, aber ich versuche natürlich auch möglichst viele der Funktionen euch vorzustellen und ich hoffe, dass ihr jetzt einen möglichst groben oder guten Überblick über das Smartphone erlangen konntet. Das heißt, ungefähr einfach wisst, wie ich mit Apps umgehen kann, wie ich das Ganze vielleicht auch personalisiere, wenn ich das Hintergrundbild nicht schön finde, wie ich den Fingerprint-Sensor anlege und so weiter und so weiter und hoffe, euch da zumindest ein wenig weitergeholfen zu haben. Und das war's dann auch schon. Ich bedanke mich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.